Podcast vom Fröbel-Kindergarten Regenbogen aus Köln-Ehrenfeld. Salve, questo è il podcast dell'asilo Arcobaleno di Colonia Ehrenfeld. Добрый день! Good dog! Rouge Bosch! Bonjour les enfants! Bienvenue! Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zum Podcast direkt aus der Kita hier in Ehrenfeld. Ihr wollt sicherlich wissen, was es heute zu hören gibt. Also, als erstes haben wir eine tolle Überraschung von unseren ExpertInnen. Die haben nämlich ein Lied einstudiert. Ihr könnt da gleich mal reinhören. Dann haben wir noch ein Sommerlied aus Italien. Die Sarah hat ein Lied umgeschrieben auf Italienisch. Vielleicht habt ihr ja Lust, gleich mitzusingen. Dann gibt's noch ganz viele verschiedene andere Dinge zu hören. Seid gespannt, spitzt die Ohren, singt mit und habt vor allen Dingen viel Spaß beim Zuhören. Hier ist das Lied Endlich in die Schule. Gesungen von unseren Experten und Expertinnen. Viel Spaß! 1, 2, 3! Das letzte Jahr im Kindergarten wird bald zu Ende gehen. Es war so schön und auch sehr lustig, doch ihr müsst verstehen, die Zeit ist da, ich bin nun groß und freue mich schon sehr. Die Schule wartet, ich gehe weiter, fällt der Abschied auch noch so schwer. Endlich in die Schule, ja, wir werden gehen. Expertinnen aus dem Regenbogen, ein Tschüss und auf Wiedersehen. Endlich in die Schule, ja, wir werden gehen. Expertinnen aus dem Regenbogen, ein Tschüss, auf Wiedersehen. Wie ist es dann dort in der Schule? Ich bin schon sehr gespannt. Lesen, schreiben und viel sitzen in den Pausen, da wird gerannt. Eben waren wir noch die Großen, doch dann ist alles neu. Neue Freunde, neue Lehrerin, das ist, worauf ich mich freue. Endlich in die Schule! Das haben die Experten und Expertinnen wirklich schön gesungen, oder? Was denkt ihr? Tja, jetzt ist die Kindergartenzeit vorbei. Aber alle freuen sich schon auf die Schule und sind sehr gespannt, was jetzt kommt. Ein paar von unseren Expertinnen und Experten haben etwas für euch aufgenommen. Hört mal zu, was sie euch zu sagen haben. Es war sehr schön in der Kita und deswegen, ich freue mich schon auf die Schule und dann müssen wir auch sehr viel in den Pausen. Wir rennen in den Pausen, haben viel Spaß. Ja. Ich will neue Freunde suchen und das ist schön für mich. Ich will auch neue Freunde und viel Spaß haben in der Schule, gute Noten, viel Spaß und dass die Lehrerin sehr nett ist. Ich habe
meine Schultüte schon fertig. Hey, was hast du denn für eine Schultüte? Krokodil. Eine ich hab den Raketenbomben. Ich hab die Känguru. Ich hab Krokodil. Und wer befüllt dann die Schultüte? Wer macht der das? Kindergarten! Hallo, ich bin Matteo und ich bin hier in der Kita. Dieses Jahr komme ich in die Schule und ich will auch ein Lied singen. Denk stets an mich, wenn ich weggehe, sage ich vor. Denk stets an mich, denk stets an mich. Wenn ich weggehe, sage ich fort. Denk stets an mich, der Gitarre traurig klar. Sag nur, dass ich so sein kann, weil ihn ein Abendlich. Denk stets an mich. Das sind ja tolle Worte von den Expertinnen und Experten gewesen, oder? Kann man verstehen, dass man aufgeregt ist. Und die Schultüte, ich bin gespannt, was da wohl drin ist. Also, erstmal machen wir aber noch ein Abschiedsfest für die Expertinnen und Experten. Und feiern hier und lassen es uns gut gehen mit Grillen. Der Stefan, unser neuer Koch, der lässt sich was ganz Tolles einfallen. Und manche, die sind schon in den Ferien und denen sagen wir jetzt schon mal, macht's gut und auf Wiedersehen. Hey Sarah, welches Lied hast du denn für uns umgedichtet? Ich bin gespannt. Das kenne ich doch. Ich kenne das aber nur auf Deutsch und auf Englisch. Kennt ihr es auch? Ciao bambini! Finalmente è arrivata l'estate. Per questo oggi vi canto una canzone. La canzone dell'estate. Al mio tre. Uno, due, tre. Amo l'estate, amo la sabbia, il mar, castelli di sabbia e niente pioggia, più gelato e sole, così sempre sarà. Dum di da di 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 dum di da. Amo l'estate, amo la sabbia, il mar, castelli di sabbia e niente pioggia, più gelato e sole, così sempre sarà. Dum di da di 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 dum. Buona estate a tutti, ciao! Der Sommer ist da, das habt ihr in unserem letzten Lied gehört. Jetzt kommt noch ein italienisches Sommerlied von Angela. Hey Angela, die Angela ist im Garten. Hört ihr die Krähen im Hintergrund? Ciao bambini, qui Angela che parla. Oggi insieme a voi proveremo a cantare una nuova canzone per l'estate, fatta apposta per questo bel caldo che c'è in questi giorni. Si intitola La stagione dell'estate, eccola qua. La cantiamo insieme al mio tre. Uno, due, tre. Ogni estate è sempre bella, tutti insieme si va al mar. Col secchiello e la baletta un castello si può far. Il costume e gli occhialini non scordare, non scordar. Guarda quanti pesciolini, corri e tuffati nel mar. La stagione dell'estate è proprio bella, tutti insieme impareremo a nuotare. Splash! La stagione dell'estate è proprio calda, con un tuffo in acqua ti puoi rinfrescare. Ciao a tutti bambini, spero che questa canzone vi sia piaciuta, cantatela tutti insieme, un abbraccio grande, ciao! Na, wer von euch erinnert sich noch an die Apfelsetzlinge, die der Herr Kortwig gezogen hat in seinem Kühlschrank? Ja genau, und dann hat er doch noch so ein lustiges Gedicht aufgesagt. Ja, jetzt sind die Apfelsetzlinge gekeimt
und er hat sie uns in unsere Kita mitgebracht. Was habt ihr dann gemacht, Lucia? Erzähl mal! Hallo zusammen, hier ist die Lucia aus dem Fröbel-Kindergarten Regenbogen. Heute geht es um die Apfelsetzlinge, die wir von Herr Kortwig geschenkt bekommen haben. Die Kinder aus meiner Gruppe und Anna Malakova haben gemeinsam die Setzlinge genutzt, um sie einzupflanzen. Und heute sprechen die Kinder darüber, wie sie es gefunden haben. Hier sind Helgi und Enya. Sag mal hallo. 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 Wisst ihr noch, als wir im Morgenkreis über die Apfelsetzlinge gesprochen haben? Ja. Wie sahen die denn für euch aus? Blumen. Für die Enya sah es aus wie eine Blume. Wie ein Löwe. Und wie ein Drache. Der Helgi dachte, dass die Samen aussahen wie ein Dinosaurier und die Enya dachte auch, dass es ein bisschen wie ein Drache aussah. Das waren sehr spannende Theorien von den Kindern. Aber was waren es dann für Setzlinge? Wisst ihr das noch? Ein Apfel. Ja, Apfelsetzlinge. Was haben wir denn mit den Apfelsetzlingen gemacht? Gegießt. Wir haben die gegossen. Und was haben wir davor gemacht? Also mit der Anna habt ihr das ja gemacht. Was habt ihr denn mit der Anna gemacht? Ihr habt euch die Töpfe genommen und die erstmal mit? Mit einem Schippe genommen. Ihr habt die Schippe genommen. Was Erde. War denn auf der Schippe drauf? Erde. Erde war auf der Schippe. Und dann habt ihr die Erde in die Töpfe hineingelegt. Und dann habt ihr die Setzlinge eingepflanzt. Und was machen wir jetzt mit den Setzlingen? Sehen, ob die schon groß sind. Genau, einmal in der Woche messen wir die Setzlinge, um zu schauen, ob die gewachsen sind. Und noch und größer, größer und größer und größer. Aus. Es sind darin 5 Stübchen, grad wie in einem Haus. Hey, hört mal. Maria hat ein schönes italienisches Gedicht für uns. Darin geht's um den Sommer. Der Sommer ist nämlich jetzt da. Und wie der Sommer die Natur verändert. Viel Spaß! Buongiorno da Maria. Siamo nel mese di giugno ed è iniziata l'estate. Vi propongo una poesia sull'estate. È arrivata l'estate. È arrivata l'estate con campi di papaveri rossi e rondini che volano basse. Tanti insetti neri nei prati svolazzano indaffarati, frutti buoni e gustosi, dolci gelati sfiziosi. È tempo di vacanza, chi va al mare a nuotare, chi in montagna a passeggiare. I grilli sono canterini e allegri giocano i bambini, tutto è rigoglioso. Semplicemente meraviglioso. Questa era la poesia, spero vi sia piaciuta. Vi auguro una meravigliosa estate. Ciao a tutti. Da sind wir wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und ihr dürft gespannt sein, was wir als nächstes aus dem Kindergarten zu berichten haben. Jetzt sagen wir aufs Erste Tschüss und den Expertinnen und Experten wünschen wir einen ganz, ganz tollen Sommer und einen wundervollen Schulstart. Also macht's gut. Tschüss!